Der zweite Tag, der 25. Apropos Pferd, natürlich wieder mit internationalem Springreiten und natürlich auch wieder mit Peter Schumacher, unserem Parcourschef, der sich, glaube ich, gestern schon einen ganz guten Überblick hat verschaffen können über die Gäste, die wir hier haben auf vier Hufen, über die Pferde und ihre Reiter. Was wird denn das für ein Turnier? Ja, ein interessantes Turnier, hoffe ich. Nein, ist schon ein interessantes Turnier. Gestern waren die Einlaufwettbewerbe. Wir hatten Klassen 1,25, 1,40. 1,40 war ganz gut. Konnte man so als Vorbereitung heute aufs erste Weltranglisten springen. Haben wir ja heute Abend springen mit Stechen. Richtmaß 1,45. Gestern 1,40. Konnte man schon sehen, welche Reiter- und Pferdekombinationen da sind. Hat so einen Überblick. War ganz gut. Da hat es dann gestern eine Überraschung gegeben. Ich glaube, den jungen Mann aus Polen hatten die wenigsten auf der Uhr, dass der hier den Altspatzen den Sieg wegnehmen wird. Aber diese Einlaufspringprüfung hat natürlich auch eigene Regeln. Viele waren hier noch am Vorbereiten vielleicht, haben die Pferde auch auf die schweren Prüfungen zu gewöhnen. Er ist Vollgas geritten. Absolut richtig. Ersten Tag ist noch nicht so hoch dotiert wie am zweiten Tag. Ist völlig normal. Taktieren einige, bereiten ihre Pferde vor. Riskieren so nicht das Letzte, aber wie gesagt, war ja auch interessant. Der junge Mann hat viel riskiert, toller Sieger, macht den Sport interessant, jung und alt vertreten. Jung und alt, ein bisschen fehlt der Mittelbau, hat man manchmal den Eindruck, aber es kommt jetzt in ganz Europa, in Deutschland, auch in Österreich, wirklich wieder eine starke junge Garde nach. Da müssen auch die Parcoursbauer dann sich so ein bisschen dran gewöhnen, jetzt so diese Mischung auch herzustellen. Gerade beim Zwei-Sterne-Turnier stelle ich es mir unglaublich schwer vor, weil hier auch die Kombinationen sehr unterschiedlich sind. Das ist richtig. Junge Garde kommt nach, ist ein richtiges Stichwort. Wir bekommen immer mehr Prüfungen, U25 auch, so wo die junge Garde ja praktisch auf die internationalen oder die größeren Turniere vorbereitet wird. Und ja, ist ein guter Trend. Und sicherlich muss man gucken, wer ist jetzt am Start, aber passt schon. Da frage ich aber dann trotzdem jetzt nach dem Zwei-Sterne-Turnier noch einmal kurz nach. Da ist ja auch das Publikum für dich, die Kundschaft, sehr breit gefächert. Wir haben hier von sehr engagierten Amateuren bis zu absoluten Vollprofis alles dabei. Das ist richtig. Wir haben nicht nur, ich sage mal, wir haben hier eine eigene Amateurtour, die VIP-Tour, haben aber auch in den Zwei-Sterne-Prüfungen, da hast du völlig recht, ein ganz breit gefächertes Publikum. Muss man gucken, da darf man nicht so an die letzten Maße rangehen heute am Weltranglisten springen, dass wir da, dass alle gut aussehen. Das ist das Ziel für heute Abend, dass wir ein spannendes Stechen haben. Einige in Stechen kommen, aber ich sag mal, alle anständig den Parcours absolvieren können. Dann wollen wir dich da wieder dran arbeiten lassen. Herzlichen Dank und vielen Dank auch für viele tolle Parcours wieder an diesem Wochenende in der Arena Nova. Peter Schumacher, unser Parcourschef. Okay, sehr gerne.